muss sich seiner Sache offenbar sehr sicher gewesen sein. Unmaskiert überfällt ein Räuber insgesamt 2 Dutzend Supermärkte und verbreitet so über 1,5 Jahre in ganz Deutschland Angst und Schrecken. Und bei einem Überfall in Hannover, da hat er sogar einen Kunden erschossen. Das war vergangenen Dezember. Zum Glück konnte der Täter später gefasst werden und ist nun wegen Mordes angeklagt. Heute Morgen hat in Hannover der Prozess begonnen. Er soll ein Serientäter sein, der mit seinen Supermarktüberfällen monatelang für Angst und Schrecken in ganz Deutschland gesorgt hat. Bei einem Überfall soll Marek K. einen 21-jährigen Kunden erschossen haben. Diesen hat er zunächst zu Boden gebracht und dann 2 Schüsse abgegeben, sodass dieser Kunde noch am Tatort verstorben ist. Ein Supermarkt in Hannover-Stöcken, Dezember 2014. Eine Überwachungskamera filmt den mutmaßlichen Täter. An der Kasse fordert er mit vorgehaltener Pistole Geld. Der 21-jährige Kunde versucht, ihn zu überwältigen. Marek K. soll 2-mal auf den jungen Mann geschossen haben. Er stirbt noch vor Ort. Für insgesamt 24 Überfälle in mehreren Bundesländern soll der Angeklagte verantwortlich sein. Mehrfach habe er dabei in die Luft geschossen, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Verhandelt wird in Hannover, weil es hier um den gravierenden Mordvorwurf bezüglich der Schusswaffentat am 4. Dezember 2014 geht. Die weiteren Raubüberfälle, die beispielsweise Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, aber auch Sachsen-Anhalt betreffen, sind zu diesem Verfahren hier mit verbunden worden. Die Staatsanwaltschaft hat also die gesamte Verfahrensführung übernommen. Bei seinen Überfällen ging der mutmaßliche Täter stets nach demselben Muster vor. Kurz vor Ladenschluss betrat er den Markt, forderte mit vorgehaltener Pistole Geld. Schließlich kann der 42-Jährige im Juni auf einem Autobahnrasthof bei Dresden gefasst werden. Er war aus Polen eingereist. Die Ermittler sind ihm per Handyortung auf die Spur gekommen. Und haben dann festgestellt, dass sich das polnische Handy am Mittwochabend in das deutsche Netz eingewählt und eingeloggt hat. Und somit sind wir ihm dann auf die Schliche gekommen. Der Angeklagte ist polnischer Staatsbürger. Für seine Raubzüge in ganz Deutschland soll er jeweils aus Polen eingereist sein. Als Beweismittel führt die Staatsanwaltschaft auch DNA-Spuren und ein Waffengutachten an. Zu den Vorwürfen schwieg Marek K. am ersten Prozesstag. Mein Mandant hat heute ja zum Ausdruck gebracht, dass er sich nicht zu den Vorwürfen äußert. Wir haben mit der Beweisaufnahme ja noch nicht begonnen und deswegen ist es im Augenblick viel zu früh, dazu eine Bewertung abzugeben. Das Urteil wird frühestens im Juni nächsten Jahres erwartet. Bei einem Schuldspruch droht dem Angeklagten eine lebenslängliche Haft.